So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind ja momentan auf der Suche nach den Kampftoren, die ja jetzt nach Abschluss der Hauptstory hier erschienen sind. Und ich habe jetzt auch sogar endlich herausgefunden, wo das eine Tor ist, das ich ja jetzt hier praktisch ausgelassen habe. Also Kampftor Nummer 5 befindet sich tatsächlich ja noch irgendwo in der Toybox. Und ja, wartet eigentlich erstmal darauf, dass wir es ja jetzt öffnen. Aber um das zu können, muss ich ja natürlich erstmal hier irgendwo einen Speicherpunkt finden. So, da ist ja auch schon einer. Sonst kommen wir ja überhaupt hier gar nicht mehr raus. Also dann, ich mache das erstmal noch schnell fertig, damit wir es ja auch erstmal haben. So, einmal also wieder zurück zur Toybox. Und ja, ich bin eigentlich ja praktisch direkt daran vorbeigegangen, denn es ist ja hier wirklich ja beim Eingang von Galaxy Toys 1 gewesen. Und ich hab's einfach nicht gesehen. Ist das denn zu glauben? Tja, da bin ich einfach mal ein bisschen zu hastig dran vorbei gewesen. Aber wir haben's ja immerhin schnell herausgefunden. So, da vorne ist es auch schon. Ja, hätte ich mich doch nur einmal kurz umgedreht, dann hätte ich es auch gefunden. So, dann mal los. Das ist erstmal so der etwas schwerere Teil. Oh Mann, und dann müssen wir natürlich erstmal hier gegen diese Biester kämpfen. Naja, dafür gibt es ja eigentlich eine sehr effektive Ausdünnstrategie. So, ich hoffe, es reicht noch für einen zweiten. Okay, die meisten haben wir erwischt. Sehr schön. Boah, jetzt schießen sie auch noch mit Lasern. Ich glaube es hier nicht. Ja, die halten leider ein bisschen was aus. Das kann man nicht anders sagen. Oh, Raketenrandale könnten wir eigentlich auch machen, aber erstmal. Oh, jetzt auch noch die Gigas. So, los geht's! Oh, das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt noch erstmal noch zum Abschluss eine kleine Spritzfahrt. So, einen hätten wir schon mal. Dann kann ich mich ja jetzt wenigstens erstmal gleich mal hier reinsetzen. Ja, eigentlich will ich sogar tatsächlich gerne den hier haben. Volltreffer. So, okay, wo ist der nächste? Okay, erstmal den Zwerg hier. Das kleine Geschütz auch noch, aber es sind da noch ein paar Gigas hier unterwegs. Wo sind die? Oh, da ist einer. Und, oh, das war's schon. Na super. Na gut, geheimer Bericht Nummer 5 erhalten.
So, und ich habe es sogar auch gerade hier gesehen. Im Königreich von Corona ist ebenfalls noch ein weiteres Kampftor erschienen. Das sogar tatsächlich wirklich in der Nähe vom Turm steht. Also ich bin wirklich blind, wie es aussieht. Naja, gut, fliegen wir einfach mal schnell dahin. Hauptsache, wir bekommen alles zusammen. So, dann wollen wir mal gucken. Hier erstmal beim Turm und dann einfach durch die Höhle und dann soll ich weiter Richtung Norden gehen. Das sollte ja kein Problem darstellen. Also ich denke mal, das kriegen wir auf die Reihe. So, Norden ist ja eigentlich ja praktisch eigentlich ja auf der Karte immer nach oben. Hoffe mal, ich bin dann eigentlich auch richtig hier. Also wenn, dann soll es ja irgendwo hier hinten sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Quasi auf der großen Wiese und da haben wir es doch auch schon. So, das ist ein Rang 1 Tor. Sehr schön, dann machen wir das mal als kleines Aufwärmtraining noch mal quasi. Okay. Dann machen wir erstmal hier so ein bisschen Wind hier. Das war's auch schon. Das Tor war einfach. So, erhalten Aero-Knöpfe, erhöht die Magie und das FP-Maximum geringfügig. Und geheimer Bericht Nummer 7 erhalten. So, das achte Kampftor befindet sich in Monstropolis. Ah ja, okay, da ist es also. Na dann, ja, machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Heißt im Klartext, ich muss erstmal wieder an einen Speicherpunkt ran. Ja, muss ich erstmal gucken, wo einer ist. Vorne beim Turm war ja noch einer, aber da werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder die Gegner zurückkommen. Okay, erstmal hier gucken. Ja, da vorne sind ja wieder die Fledermäuse. So, dann weiter. Monstropolis. Wenn ich mich sogar nicht vergucke, ist das sogar tatsächlich das einzige Portal in dieser Welt. So, wo soll ich hin? Tankraum. Okay. Müsste ja eigentlich ja sogar der Kampfbereich sein, wo. Don't worry, the fire's been out for a while. Müsste ja eigentlich ja der Bereich sein, wo wir eigentlich ja gegen den Boss gekämpft haben. Genau da. So denn, das ist Rang 1 Tor, also kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, was erwartet uns hier? Perfekt! Du kommst mir genau recht, Junge. Let's see. So, fertig. Ach, fuck. Das war jetzt doof.
Obwohl, ich würde eigentlich schon ein vernünftiges Foto vom Turm haben. Let's see. Ach, halt still! Ah, ausgerechnet immer dann, wenn ich jetzt Foto machen will, muss er ja unbedingt jetzt seinen blöden... Let's see. Ja, danke. Let's see. Komm schon, ich brauche ein vernünftiges Foto. Okay, das reicht schon. Hauptsache, ich habe erstmal eigentlich die Mission erledigt. Und wir bekommen nochmal einen weiteren Illusionskristall. Oh, perfekt. Aber ich habe leider immer noch keine Freudensteine, oder? Ich glaube nicht. Also wenn, dann kann ich höchstens nur eine der beiden Keulen herstellen. Und zwar halt die schwächere Variante davon. Don't worry, the fire's been out for a while. Ja, das wissen wir doch. Okay, schade, hier ist keine Schmiede. Na gut, dann müssen wir halt woanders mal gucken. Ich gehe mal kurz zum Kraftwerk. You know, we have... So, und dann schmieden wir mal kurz. Gesammelte Materialien, Orichalkum erhalten. Und nochmal Orichalkum erhalten. Also wir haben zwei Sammelziele noch gemacht. Und zwar, genau, wir haben ja jetzt eigentlich ja die letzten beiden Materialien bekommen. Das war ja tatsächlich, genau, alle Arten Material vom Typ extrem selten. Und dann haben wir natürlich auch erstmal hier alle Arten von Materialien bekommen. So, okay. Und wir können eigentlich erstmal was Neues herstellen. Aber erstmal die Herzlosenkeule. Sieht eigentlich ganz süß aus. So, jetzt ist nun die Frage, was können wir noch herstellen? Etwas Neues ist ja durch die Fotomission hinzugekommen. Hier ist es aber schon mal nicht. Hier vielleicht? Genau, wir können die dunkle Kette herstellen. Und kommt noch irgendwas dazu? So, an Accessoires ist hier sonst weiter nichts. Gut, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, muss ich immer noch zusätzliche drei Freudensteine noch herstellen. Ja, geht nicht anders. Und ich brauche ja noch einen Dunstkristall und den werde ich ja vermutlich ja jetzt eigentlich ja gleich im nächsten Kampftor bekommen, wenn ich mich nicht irre. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal natürlich nach Arendelle zurück. Und wo genau ich da ja schon hin muss, weiß ich sogar bereits. Und zwar müssen wir ja ins Eislabyrinth und von dort aus, lass mich mal nachdenken, ich glaube, das war ja die höchste Etage, also gehen wir einfach durchs Portal. You know, from here we might... Ja, Goofy, quatsch nicht, wir wollen durchs Portal durch. So, und das Kampftor war ja eigentlich ja tatsächlich eigentlich ja bei dieser Weggabelung. Also sprich, wenn wir jetzt ja hier zum Zentrum gehen, haben wir ja praktisch hier drei Durchgänge. Und in einem davon ist ja eben das Kampfportal. Muss ich erstmal gucken, in welchem davon. Könnte nämlich das hier sein, weil hier ist es nämlich ja ziemlich leer. Ah, okay, war das falsche. Das war der falsche Durchgang. Also gehen wir mal woanders lang. Und ich muss eigentlich ja wirklich gleich mal nachschlagen, wo ich jetzt eigentlich hier noch einen Freudenstein herbekomme. Beziehungsweise welche Herzlosenart das hinterlässt. Nee, das Portal muss dann tatsächlich hier in dem Bereich sein. Oder? Ja. Hey, merkwürdig. Ja. Da muss ich doch woanders hin? Ja, sieht wohl so aus. Also wir sind ja hier im oberen Bereich des Labyrinths. Und ich muss ja eigentlich ja nach unten. Beziehungsweise die mittlere Ebene. Und dann von dort aus gibt es ja irgendwo einen Weg zum Portal.
Jetzt ist nur die Frage, wo. Ich glaube, da muss ich erstmal nochmal gleich mal nachlesen. Ist das hier vielleicht irgendwo? Naja, hier sehe ich erstmal nur ein Emblem. Das hatten wir ja schon alles längst durch. Ja, hier bin ich wohl anscheinend ja wirklich komplett falsch. Ich lese es nochmal durch. Also, was steht da? Speichere Punkt, nimmt man den nordöstlichen Gang und steigt Windschrittfähigkeit zur mittleren Ebene hier auf. Oben angekommen, dreht man sich und wählt mit Blick zur Brücke den Gang. Hier kämpft man. Aha, okay. Alles klar. Also wir sind eigentlich ja schon mal hier richtig. Also wir fangen eigentlich ja von unterer Ebene aus an. Dann mittels Windschritt auf die Mittelebene. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen höher. Genau, hier sind wir richtig. Und dann von der Brücke aus gesehen in diesen Gang hinein. Den linken Gang sollen wir dann nehmen. Also mit Blick zur Brücke, linker Gang. Aber hier ist kein Weg. Ja, meint er wahrscheinlich eigentlich jetzt hier den Gang links rein. Ja, schon schön und gut, aber ich sehe trotzdem immer noch das Portal gar nicht. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich guck mal kurz mal, wie es auf der Karte aussieht. Hä? Bin jetzt nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Irgendwie habe ich sogar das Gefühl, irgendwo habe ich einen Gang noch gar nicht richtig geöffnet. Ja, und da geht es ja eigentlich nur wieder runter. Ja, es ist merkwürdig. Habe ich irgendwo einen Gang noch praktisch geschlossen gelassen, oder wie? Ich meine, sonst habe ich überhaupt keinen anderen Weg hier. Und ich sehe, ich habe auch gerade keine MP verfügbar. Ist ja merkwürdig. Ja, und sonst komme ich hier weiter gar nicht durch. Vor allem, was mich ja sowieso die meiste Zeit wundert, hier ist ja eigentlich ja auch noch so eine Schiene. Und da kann ich überhaupt gar nicht raufspringen. Also wenn, dann komme ich ja noch höchstens hier rauf. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich den Gang hiervon finden soll. Weil ich habe ja sonst keinen weiteren Gang hier. Ich habe jetzt eigentlich ja nur noch den Weg jetzt eigentlich ja quasi hier durch. Komisch, mir war echt so, als wäre der Gang eigentlich, beziehungsweise das Tor,
dort, wo eigentlich die Ausgänge sind. Das ist seltsam. Ja, ich muss halt noch mal ein bisschen rumlaufen. Also irgendwo habe ich was übersehen. Und ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, als hätte ich eigentlich ja hier bei der Gangzusammenstellung irgendwas übersehen. Ja, das Doofe ist ja, ich komme ja leider nirgendwo hier rauf. Also ich kann nicht einfach so auf die andere Schiene springen, wenn ich jetzt eigentlich ja gerade hier unterwegs bin. Ich bin jetzt echt total verwirrt. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Sagt er jetzt hier einfach irgendwas hier von der Brücke aus gesehen, der linke Gang? Was genau meint er? Da meint er irgendwo hier vorne? Aber da ist ja noch nix. Hier ist ja kein Durchgang, also der linke Gang, das ist ja nur der einzige, der auch hier verfügbar ist. Muss ich nochmal wahrscheinlich genau gucken. Also irgendwo habe ich was übersehen. Ja. 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 Heal. Naja gut, ich lade erstmal meine MP auf. Oder ist sonst hier noch irgendwas? Ja. Ja. Naja, ich komme hier oben an. Oder ist hier irgendwas? Hier ist ja nix. So langsam habe ich echt das Gefühl, ich habe hier irgendwo einen Gang noch verschlossen gelassen. Weil ich komme ja jetzt überhaupt nicht mehr hier zurück. Und ich weiß nicht, wie ich den öffnen soll. Zauber funktionieren nämlich absolut gar nicht. Und es wirkt ja auf den ersten Blick, als wäre der Gang ja eigentlich ja tatsächlich... Ich da tatsächlich irgendwo vielleicht mal einen Eiszapfen übersehen und kann den Gang deswegen nicht mehr öffnen? Ist das überhaupt möglich, dass man das hier verbacken kann? Take this. Keine Ahnung. Ja. Da muss ich mal schauen. Haben wir hier irgendwo einen Eiszapfen übersehen? Schätze mal, ich muss mir wahrscheinlich eigentlich ja lieber so ein Videoguide dafür raussuchen, damit ich überhaupt da weiß, wie ich da hinkomme. Weil ich habe irgendwie das ungute Gefühl, ich habe irgendwo noch einen Mechanismus übersehen, mit dem ich ja eigentlich ja praktisch das gesamte Labyrinth jetzt eigentlich ja hier vervollständigen kann. Bin ich aber nicht so ganz sicher. Also eigentlich glaube ich ja, es ist ja vorgesehen, dass man eigentlich ja erstmal das gesamte Labyrinth erstmal richtig ausrichten muss, damit man überhaupt zum Ausgang kann. Aber ich weiß es einfach nicht so genau. Ich habe echt keinen Plan. Also ich hoffe ja zumindest, dass das Spiel jetzt nicht in irgendeiner Weise deswegen verbuggt ist oder so. Weil eigentlich hätten wir doch schon längst da sein müssen.
Bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass eigentlich ja sogar diese zweite Schiene hier irgendwas damit zu tun hat, die jetzt eigentlich ja hier auf der Karte erscheint. Weil da ist ja nämlich ja irgendwo ein Durchgang. Aber ich weiß ja nicht, wie ich dorthin kommen soll. Oder hat es ja vielleicht irgendwie auch was mit den ganzen Eiszapfen hier zu tun? Naja, gut, da muss ich mal wahrscheinlich noch mal so ein bisschen was überlegen, wie ich eigentlich überhaupt hier rankomme. Sollte ich wirklich was übersehen haben, muss ich ja irgendwas hier finden. Sehen wir uns nochmal genau um. Also wenn, dann habe ich erstmal nur diesen Gang hier. Aber hier ist ja nichts. Ich hatte ja eigentlich ja gedacht, das Portal wäre eigentlich ja hier oder in einem der anderen Gänge hier. Zum Beispiel, dass sie sich hier irgendwo aufhält. Aber ich sehe nichts dergleichen. Obwohl, warte mal, hier habe ich ja noch ein Portal. Beziehungsweise, das müsste mich eigentlich ja zum richtigen Eingang führen. Vielleicht habe ich ja hier irgendwas übersehen, das eigentlich ja tatsächlich dafür sorgt, dass wir jetzt hier nicht weiter können. Ja, ja. Oder vielleicht kommen wir ja von hier aus sogar tatsächlich hin. Gehen wir einfach erstmal hier lang. Weil es könnte durchaus sein, dass wir eigentlich ja hier noch einen Mechanismus machen müssen. Damit eigentlich auch der Teil des Labyrinths hier verbunden wurde. Gute Frage. So, hier ist noch ein Gang. So, das ist aber jetzt hier nicht so ein Eiszapfen, der jetzt irgendwie so Drehmechanismus hatte. So, hier ist ja noch irgendwas. Ja, wie gesagt, hier ist es ja zum Beispiel. Okay, hätten wir eigentlich ja von dort aus eigentlich ja weitergehen sollen. Und was sagt man dazu? Ja, tatsächlich. Der Gang war die ganze Zeit verschlossen. Und deswegen konnte ich hier nicht weiter. Ah, okay, das ist interessant. Na gut, dann können wir jetzt endlich loslegen. Ich habe mich schon gewundert. Also eigentlich war ich mir immer ziemlich sicher, dass da irgendwo noch ein Gang sein müsste, aber irgendwie konnte ich den einfach nicht finden. So, erstmal den Haufen erledigt. Das Gute ist ja, die Niemande scheinen ja auch Fokuskugeln zu hinterlassen, so dass ich eigentlich ja die Leiste immer problemlos aufladen kann. Ja, wo ist er hin? Hä? Ach da! Das war so einer. Okay, und ich hab's ja befürchtet. War ja klar, dass der auf mich losgeht. Blöde Nase, ey. So, hau den Berserker um! Schnapp ihn dir!
So, war's das? Noch nicht so ganz. Ah, da hinten ist noch einer. Da war noch so ein kleiner, der da ganz hinten sich in der Ecke versteckt hat. Das gibt's doch nicht. Okay, wir haben noch einen weiteren Dunstkristall erhalten. Und bekommen noch Geheimer Bericht Nummer 9. Sehr schön. Damit hätten wir eigentlich ja schon mal die meisten zusammen, würde ich sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt eigentlich alle in der chronischen Reihenfolge? Mal gucken. So, gucken wir mal kurz einen Blick auf die Berichtliste. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Okay, wir haben momentan noch alle eigentlich ja dabei. Da freue ich mich schon so ein bisschen darauf, dass wir die endlich lesen können. Aber erstmal müssen wir natürlich alle zusammenbekommen. So, okay. Muss ich mal nachdenken. Also es gibt ja insgesamt 15 Portale. Ich muss ja eigentlich ja nur... Aber nur bis 14 eigentlich ja sammeln. Also es gibt insgesamt 13 Berichte. Und ja, der 14. ist halt... Oh, wo kommen wir jetzt eigentlich ja... Ach, so ist das also. Jetzt verstehe ich, was hier los ist. Deswegen konnten wir nicht weiter. Also wenn die, wenn wir eigentlich ja jetzt... Je nachdem, welchen Weg wir nehmen, müssen wir auch eine andere Route hier einschlagen. Ich verstehe schon. So, kommen wir denn eigentlich ja von hier aus wieder raus? Kann ich jetzt eigentlich auf den ersten Blick nicht sehen. Ja, dann müssen wir wohl den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Aber ich denke mal, das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Also vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Kingdom Hearts 3. Und holen uns natürlich auch die restlichen Kampfportale. Ich werde mich jetzt noch mal genau belesen, wo ich die jetzt alle finde. Und dann sind wir ja natürlich schon so gut wie fertig. Also dann bis zum nächsten Part und ciao, ciao!